Hallo Leute, Miso ist mein Name und werde ich heute einige Fragen vom Goethe-Institut beantworten. Also, lass uns gehen. Gestern gefunden und ich denke, es ist sehr interessant für mich. Also viele Fragen über die Kultur und wie kann man in Deutschland richtig wohnen. Das ist sehr interessant für mich und ich denke, ach, werde ich das wirklich genießen. Also lass uns beginnen und die erste Frage ist, Sie können in Deutschland alleine oder in einer WG wohnen. Was ist eine WG? Das ist nicht meine persönliche Frage, das ist die Frage hier eigentlich und gibt es drei Optionen. WG steht für Wohngemeinschaft oder Wohngruppe oder Wohngemeinde. Okay, Sie alle haben WG im Begriff. Also wo ist Wohngemeinschaft? Okay, die zweite Frage ist, Sie lieben Tiere, möchten Sie einen kleinen Kanarienvögel in Ihre Wohnung halten? Dürfen Sie das? Was ist das Problem? Okay, die drei Optionen sind, ja, das ist kein Problem, wie habe ich gesagt am Anfang. Ja, aber nur auf dem Balkon. Warum? Nein, Haustiere sind immer verboten. Ja, das ist kein Problem. Ihre Nachbarn möchten 3 Wochen verreisen und fragen Sie, ob Sie während Ihrer Urlaubs Ihren Briefkasten leeren und Ihre Blumen gießen können. Sollten Sie zustimmen? Ja, aber nur gegen Bezahlung. Oh. Ja, das wäre nicht von Ihnen. Nein, auf keinen Fall. Ich gehe mit... ja, das wäre nicht von Ihnen. Sie suchen nach einer Wohnung und lesen in der Anzeige den Ausdruck Kaltmiete. Was bedeutet das? 3 Optionen, die monatliche Miete ohne Nebenkosten, die Miete, die Sie im Winter zahlen, die Miete plus Kosten vor Sturm. Okay, Kaltmiete, es ist etwas kalt. Also lass uns sagen, im Winter zahlen. Falsch. Ich weiß nicht, was meint es, die Miete plus Kosten vor Sturm. Die monatliche Miete ohne Nebenkosten. Sie wohnen erst 4 Monate in ihrer Wohnung und wollen aber schön aussehen. Ihre Vermieter sagt, dass sie die Wohnung komplett renovieren müssen. Stimmt das? Ja, wenn das im Mietvertrag steht. Nein, das brauchen sie nicht. Oder ja, er hat recht. Ja, wenn das im Mietvertrag steht. Nein, das brauchen sie nicht. Sprichwort, wer ein Glashaus setzt, kann nicht verstecken, braucht kein Fenster oder soll nicht mit Steinen werfen. Soll nicht mit Steinen werfen. Richtig, man soll andere nicht kritisieren, wenn man selbst nicht fehlerfrei ist. Stimmt ja. Sie kommen nachts nach Hause und merken Sie, dass Ihren Wohnungsschlüssel verloren haben. Wie kommen Sie in Ihre Wohnung? Sie rufen Ihre Vermieter an, Sie rufen einen Schlüsseldienst an. Sie brechen das Schloss auf. Nein, Sie brechen nichts auf. Ich denke, Leben ist nicht das aggressiv. Also ich bin jetzt bewährt zwischen 2 Antworten. Sie rufen Ihre Vermieter an oder Sie rufen einen Schlüsseldienst an. Ich denke, Sie rufen einen Schlüsseldienst an. Sie feiern Ihren Geburtstag um 21 Uhr, beschwert sich Ihre Nachbar über die laute Musik. Hat er recht? Nein, die Ruhezeit ist von 22 bis 6 Uhr. Ja, Musik hören ist Wohnen verboten. Nein, Sie dürfen die ganze Nacht laut sein. Ich gehe nicht mit die dritte Option, aber es gilt für einen Regeln. Also okay, nein, die Ruhezeit ist von 22 bis 6 Uhr. Wo müssen Sie sich anmelden, nachdem Sie angezogen sind? Ich verstehe die Frage nicht, aber es ist okay. Doch egal, beim Einwohnermelde oder Bürgeramt. Okay, die sind 2 Antworten oder nur 1 Antwort. Doch egal. Bei der Arbeitsagentur, beim Ausländeramt. Okay, ich gehe mit Nummer 1. Es hat 2 Antworten. Ich denke, es hat in der Nacht geschneit und auf dem Gehweg vor Ihrem Mithause liegen 10 cm Schnee. Wer muss den Schnee wegräumen? Das macht der Vermieter, normalerweise die Mieter, das macht die Stadtreinigung. Gibt es Stadtreinigung in Deutschland? Wow. Nummer 3, mal sehen. Die Stadtreinigung räumt nur mal die Straßen. Wenn jemand auf dem Gehweg einen Unfall hat, müssen sie möglicherweise bezahlen. Okay, das ist nicht Stadtreinigung, aber gibt es eine Stadtreinigung in Deutschland? Also es ist ein guter Fakt. Aber es ist okay, ich denke, das macht der Vermieter. Das macht der Vermieter. Falsch. Normalerweise die Mieter. Wenn in Ihrem Mietvertrag steht, dass die Mieter das machen müssen, erklären Sie mit den Nachbarn, wer an welchem Tag dran ist. Wow, das ist sehr systematisch. Okay, lass uns das jetzt überprüfen. Was ist mein Erlebnis? Ich bin nervös. Okay, weiter. Ah, ja! Ich habe die Hälfte der Fragen durch Glück beantwortet, aber es ist okay.
erfolgreich.